wieder unter Wasser setzen und dann ist alles gut. Das ist die Denke. Nur mal, um es ins Verhältnis zu setzen, 5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die Deutschland einsparen soll, emittiert der CO2-Weltmeister China in knapp 4 Stunden. Liebe Klartextfreunde, bei linken, grünen, Wauken, Regierungen kann man immer alles erwarten. Doch manche Dinge könnte man nicht mal erfinden. Man käme nicht drauf, wenn man sich noch so anstrengen würde. Unter dem Label Naturschutz haben die Grünen eigentlich schon seit den frühen 80er Jahren dieses Label missbraucht, um Ideologie zu betreiben. Das ist immer wieder so und es ist immer noch so. Und so kommen manche Dinge formell immer noch als Naturschutz daher, wie zum Beispiel die harmlos klingende Moorschutzstrategie der Bundesregierung, der grünen Bundesumweltministerin Lemke. 63 Seiten, mit dem sicher auch einiges Korrektes drinsteht. Doch wir reden hier, die Brisanz dieses Papiers kommt eigentlich nicht daraus, dass man die existierenden Moore und Sümpfe Deutschlands, vor allem in Bayern und Norddeutschland, schützen soll oder will. Das ist unbestritten. Bestreitet niemand, auch eine konservative Partei wie die unsere will die bestehenden Moore und Sümpfe schützen. Sind Biotope, es ist in Ordnung, sie zu schützen. Kann man machen, Artenvielfalt und so viele gibt es ja auch nicht mehr. Alles okay. Doch hier geht es um was anderes. Und dieser Plan hat das Potenzial, große Flächen Deutschlands bis hin zu Bundeslandgrößen, sagen wir maximal Sachsen, völlig zu verändern. Das war nur ein Beispiel von der Größenordnung. Denn die Grünen wollen das Rad der Geschichte zurückdrehen. Wir leben ja nun in Germanien hier. Germanien war verrufen bei den damals fortschrittlichen Römern und Italienern als das Land der Sümpfe und Wälder. Und es war ziemlich lebensfeindlich. Es war schwierig, dort überhaupt voranzukommen. Viel zu viel Moore, viel zu viel Sümpfe. Und wir reden jetzt noch nicht vom Polizumpf, unter dem wir ja heute leiden, sondern von echten Sümpfen. Ja, in vielen Jahrhunderten nach der Zeitenwende, Mittelalter, teilweise noch bis in die Neuzeit, wurden große Flächen entwässert mit ganz viel Arbeit. Es war unglaublich aufwendig, entwässert und daraus Ackerland gewonnen. Das haben die alten Germanen gemacht, bis hin zu den Deutschen im Mittelalter, in der Neuzeit noch. Und es wurde überall als große Errungenschaft gefeiert. Und es war auch nötig. Man konnte viel, viel mehr Menschen ernähren auf diesen Flächen und man kann es bis heute. Und wie gesagt, wir reden von sehr großen Flächen. Und die Grünen kommen nun tatsächlich in Gestalt der Umweltministerin Lemke auf die Idee, große Flächen bis zu 18.000 Quadratkilometer, das ist vielleicht das Maximum, aber lassen Sie es die Hälfte davon sein, dann wäre das die Hälfte von Sachsen von der Größenordnung, wieder zu bewässern und damit wieder in Moorlandschaften zurück zu verwandeln, mit der logischen Konsequenz, dass das als Ackerfläche, auch als Lebensraum für Menschen verloren geht, auch wenn vielleicht ein paar Schmetterlinge dann etwas besser gedeihen. Aber die Motivation dahinter, und deshalb sage ich, es ist Ideologie und nicht Naturschutz, ist eben nicht der Schmetterling oder sonst irgendwas, sondern ist tatsächlich die CO2-Ideologie. Man will sage und schreibe 5 Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen, dadurch, dass man ehemalige Torfflächen, die irgendwie zu sehr CO2 abscheiden, das ist ein, ja, biologischer Prozess, dass man das sozusagen wieder zurückdreht durch Rebewässerung. Wieder unter Wasser setzen und dann ist alles gut. Das ist die Denke. Vielleicht stimmt es ja sogar. Nur mal, um es ins Verhältnis zu setzen, 5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die Deutschland einsparen soll, emittiert der CO2-Weltmeister China in knapp 4 Stunden. Das ist die Größenordnung. Und allein 2023 im Haushalt stehen dafür 150 Millionen Euro bereit. Ich weiß noch nicht genau wofür, aber das ist die nationale Moorschutzstrategie, in der sicher auch schon Teile dieser Programme umgesetzt werden. Wenn man das wirklich konsequent zu Ende denkt, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte reden wir von Milliarden. Und ja, am Ende geht da wertvolle Ackerfläche und Weidefläche und Grünfläche verloren, mit der man letzten Endes nicht nur die deutsche Bevölkerung ernähren könnte, sondern auch einen Beitrag zur globalen Ernährungskrise leisten könnte. Hier ist also ganz klar ein Zielkonflikt da zwischen CO2-Ideologie, die nach wie vor eine Modelltheorie ist, manche sprechen von der CO2-Religion, und der ganz profanen, aber nun mal existenziell wichtigen Ernährung der Menschen. Wahnsinn. Man verschwendet also bis zu 4 Milliarden Euro an Steuergeldern, das ist so die Perspektive hier in diesem Papier, um genau dieses Ziel zu erreichen.
Das heißt, die Menschen sind das Opfer dieser sogenannten Klimapolitik, nicht unbedingt nur die Deutschen. An ganz vielen Stellen also, an der grünen Ideologie ins Spiel kommt, kommt letzten Endes nur Menschenfeindlichkeit rein. Wir werden viel mehr Mücken in diesem Land haben, so wie früher, das war der Fluch, der Moore. Aber vor allem werden wir viel weniger Lebensmittel, Nahrungsmittel, Lebensraum haben. Und das Ganze wird von den Grünen als Fortschritt verkauft. Tja, ein Fortschritt ins Nichts, in die Krankheiten, in die Unterernährung. Und das alles auch, wie so vieles, auf Ihre Steuerzahlerkosten. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie den Kanal, Ihr Peter Böhringer.